Heimat aktuell. Zu Heimat aktuell begrüßt Sie der Autor Dittelmann. Die Münchner Forschungsgesellschaft Narhalla verleiht ja seit geraumer Zeit einen Karl-Valentin-Orden. Und da haben diese Narhalesen schon öfter mal ein bisschen daneben gelangt. Ich meine, Jürgen Möllemann hat den schon gerückt, Andreas Gabalier, Josef Ratzinger. Also nächstes Jahr kriegt man wenigstens jemand, über den man ab und zu ein wenig lachen kann, als Humorist, Didi Hallervorden. Was dem sei Humor jetzt aber wiederum mit Karl Valentin, diesem bayerischen Linksdenker, zum Tor hat, na, das weiß man nicht so genau. Vielleicht ist eine Forschungsgesellschaft nicht ganz die richtige Institution zur Verleihung eines Karl-Valentin-Ordens. Jetzt machen wir unsere gemütliche Sendung Heimat aktuell mit Arthur Dittelmann. Das waren die Alpenlandler-Musikanten in Heimat aktuell. Was haben wir für Themen? Schauen wir mal, was uns erwartet in der ersten Stunde. Gibt es jetzt zu früh oder zu wenig Gamsen in Bayern? Das wird wissenschaftlich untersucht, um diese Streitfrage mal zu klären. Wo gibt es verlässliche Schnelltests? Vielleicht eine gute Idee, dass man sich vor Weihnachten, wenn Besuch kommt, noch vergewissern kann, dass man gesund ist. Nicht schlecht, kann vielleicht viele Leben retten. Viele Menschen in Altersheimen, die infiziert sind, sterben unverhältnismäßig früh. Müsst vielleicht gar nicht sein. Was kann man dagegen machen? Und wie ist die erste Nacht mit Ausgangssperre gelaufen? Das sind so unsere Themen hier in Heimat aktuell. Thank you.
Die sechs lustigen fünf waren das, 12.13 Uhr. Das Wort triftig trifft man ja jetzt ziemlich häufig an. Triftiger Grund im Grimmschen Wörterbuch, da heißt es, ist nur sehr spärlich bezeugt und da auch nur in der Schweiz. Und das heißt aus gutem Grund, aus triftigem Grund, aus gutem Grund. Nur noch aus gutem Grund soll man die Wohnung verlassen in Gebieten, wo eine Inzidenz über 200 ist. Und zwar in der Nacht. Es gilt eine Nachtausgangssperre von 10 bis 5 in der Früh. Wie ist das gehalten worden in Bayern? Wie ist das gelaufen? Schaut ganz gut aus, was Caroline Eichhorn berichtet. Die Menschen haben sich weitgehend an die nächtliche Ausgangssperre gehalten, so die Polizei, obwohl sie in einigen Gegenden, wie im Landkreis Erding, verstärkt kontrolliert hat. Es gab lediglich kleine Verstöße. In der Augsburger Innenstadt war ein junger Mann auf einen Kran geklettert. In Kaufbeuren mussten die Beamten ein paar mündliche Verwarnungen erteilen. Nichts los in der Nacht, das sagt auch dieser Kaufbeurer Tankstellenmitarbeiter. Ja, definitiv. Also es war schon wesentlich weniger los. Es kamen halt Leute, wo noch so Spätschicht waren, wo halt vielleicht eine Zigarette noch braucht haben oder irgendwas, aber im Großen und Ganzen hat man es sehr stark gemerkt. Also normalerweise ist bei uns wesentlich mehr los in der Nacht auch oder allgemein ab von 22 Uhr weg, aber seit der jetzt Ausgangssperre heute merkt man es dann doch gewaltig. 31 Kreise und kreisfreie Städte in Bayern sind derzeit von den nächtlichen Ausgangssperren betroffen, da sie einen Inzidenzwert von mehr als 200 haben. Dort dürfen die Menschen ihre Wohnungen zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr früh nur noch aus triftigen Gründen verlassen, etwa für den Weg zur Arbeit oder medizinische Notfälle. Caroline von Eichhorn, München. Haben wir schon wieder gehofft, den triftigen Grund. Ausgangssperre von 9 Uhr, von 21 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Die Weinberg-Zittermusi.
20 hat das Stückel von der Rauchbergmusi geheißen. 2:20 ist jetzt gleich. Die Corona-Zahlen steigen in Bayern unaufhörlich weiter. Jetzt hat es fast 5.000 Neuinfektionen gegeben heute und 105 Todesfälle. Also das ist schon die Überlastung des Gesundheitssystems, deutet sich langsam an. Und besonders schlimm ist in Pflegeheim. Jeder fünfte Pflegeheimbewohner, der mit Corona infiziert ist, stirbt. Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor. Es könnten weniger Todesfälle sein, wenn es ein medizinisches Behandlungskonzept in alle Pflegeheime geben darf, sagen Experten. Die Kommunale Altenpflege Bayern fordert dringend eine Lösung. Meine Kollegin Uli Nicola ist diesem Problem nachgegangen. Es dürfe nicht schicksalshaft hingenommen werden, dass alte Menschen in Pflegeheimen an Covid-19 sterben. Das sagt Michael Pflügner, Vorstand der Kommunalen Altenpflege Bayern. Doch es fehle eine flächendeckende Corona-Behandlungsstrategie. Was beispielsweise im Krankenhaus zum Standard gehört, könnte auch in Pflegeheimen umgesetzt werden. Gerade die Corona-Pandemie mache deutlich, wie wichtig es wäre, wenn es überall Heimärzte gäbe, statt mehrerer Hausärzte, die nur ihre jeweiligen eigenen Patienten behandeln, sagt Michael Pflügner. Weil die Personen dadurch besser zeitnah versorgt werden können. Ansonsten müssen sie sich ja mit 4 oder 5 Ärzten verständigen, ob sie den Herrn Meier so behandeln und die Frau Huber so behandeln. Aber es gäbe vielleicht Erkenntnisse, die da heißen, bestimmte Dinge muss man gleich machen. Also Heparinkappen, Sauerstoffmessungen, Infusionen legen und so weiter. Und ich wäre froh, wenn es da was gäbe. Es fehlt nicht nur ein alleiniger Ansprechpartner, sondern auch medizinische Vorgaben, eine konstante Therapie sowie der Austausch darüber. Auch Indira Schmude, die fachliche Leiterin im Nürnberg-Stift, will, dass die Menschen im Heim nicht nur pflegerisch, sondern auch medizinisch gut versorgt werden, besonders in Zeiten von Corona. Dafür brauchen wir adäquate Standards, die im Klinikum herrschen, und Struktur. Das heißt, wir brauchen Ärzte, die vor Ort sind, die jeden Tag Visite machen, die diese Infusionen begleiten und überwachen. Und darüber hinaus brauchen wir auch adäquates Fachpersonal vor Ort. Und das ist etwas, was im Moment noch strukturell nicht so ideal gelöst ist. Ein Beispiel, wie es derzeit bestmöglich funktionieren kann, ist das Nürnberger Pflegezentrum Sebastianspital. Dr. Rosemarie Hofmann betreut als Hausärztin rund 30 ältere Menschen sowie die Covid-19-Infizierten. Um bei deren Behandlung auf dem neuesten Stand zu sein, tauscht sie sich regelmäßig mit einem Intensivmediziner des Nürnberger Klinikums aus. Als allererstes, wenn wir den positiven Corona-Test haben, bekommen sie einen Gerinnungshemmer, weil man weiß, dass Corona Komplikationen im Bereich der Blutgerinnung macht. Und wir wollen so die Thrombosen verhindern. Eine erste Maßnahme, die Leben rettet. Das bestätigt auch Professor Markus Gosch, Chefarzt der Geriatrie am Nürnberger Klinikum. Er arbeitet gerade mit seinem Team an einer wissenschaftlichen Publikation, die noch gutachterlich geprüft werden muss und im Dezember veröffentlicht werden soll. Vom Medizinischen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man ihm Sauerstoff bereitstellen kann, wenn er den Bedarf hat. Zusätzlich durch eine Thromboseprophylaxe, das sind zwei der wichtigsten Maßnahmen, wo wir eigentlich wissen, dass wir mit der großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass wir die Sterblichkeit reduzieren können. Wer nach einem medizinischen Covid-19-Behandlungskonzept für Menschen in Pflegeheimen sucht, findet nichts. Weder vom Robert-Koch-Institut noch vom Bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerium. Ein Sprecher von Ministerin Melanie Hummel sagt auf BR-Anfrage: Der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie des Pflegepersonals ist ein Kernelement der neuen Corona-Maßnahmen, die mit der 10. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft getreten sind. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Heime sowohl bei der medizinischen Versorgung als auch bei Testungen zu unterstützen.
Gell, Stetzinger Musikanten, kurz noch halbe eins ist jetzt 12.32 Uhr. Bevor zu Weihnachten die Familie zusammenkommt, da wollen doch viele Leute wissen, ist jemand angesteckt oder nicht? Corona-Infektion ja oder nein? Ein Antigen-Schnelltest kann diese Frage schon nach kurzer Wartezeit mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit beantworten. Das ist ein Vorteil gegenüber diesem PCR-Test. Da muss man ein paar Tage warten, bis man ein Ergebnis kriegt. Dementsprechend steigt natürlich jetzt bei Ärzten die Nachfrage nach diesen Schnelltests. Wo man die kriegt, wie das geht, Steffi Wagner berichtet. 15 Minuten dauert es im Schnitt zum Ergebnis, das direkt angezeigt wird und das zu knapp 97% zuverlässig ist, sagt der Münchner Arzt Alexander Auer. Er betreibt seit kurzem ein Schnelltestzentrum in der Münchner Innenstadt. Die Terminreservierung erfolgt vorab online. Der Trend, sich vor den Weihnachtsfeiertagen testen zu lassen, sei schon jetzt spürbar, sagt Auer. Die Nachfrage an Weihnachten, die merkt man jetzt schon, was die Reservierungen angeht. Das heißt, am 23. Dezember, da sind schon sehr viele Reservierungen eingegangen. Trotzdem haben wir die Kapazitäten, dann auch noch spontan Tests durchführen zu können. Am 24. sind wir auch am Vormittag da. In München gibt es gleich mehrere solcher Schnelltestzentren. Auch in anderen bayerischen Städten wie Nürnberg und Regensburg gibt es Anbieter. Grundsätzlich kann man auch beim eigenen Hausarzt nachfragen, ob dort ein Schnelltest durchgeführt wird. Kostenpunkt normalerweise um die 40 Euro. Selbst bezahlen muss man in jedem Fall, Ausnahme in Bayern bislang, Antigentests, die in Alten- und Pflegeheimen sowie in Behinderteneinrichtungen durchgeführt werden. Diese Tests für Bewohner, Personal und Besucher gehören zur Teststrategie des Bayerischen Gesundheitsministeriums und sind für die Getesteten kostenfrei. Wer einen Schnelltest meint, dass er ihn selber macht, da raten die Experten ab, der Test sollte besser von geschultem Personal gemacht werden, sonst kommt womöglich kein zuverlässiges Ergebnis raus und dann hat man ja eigentlich nichts davon. Die Riederinger Blasmusik. Thank you.
Sie. Ich mag die gern. 12.43 Uhr. Und das ist ein Anblick, den Bergwanderer, Bergsteiger gern mengen, wenn sie in die Berge unterwegs sind und wenn sie dann einmal ein Gams singen. Das ist wirklich ein erhabener Anblick fast. Und man spürt irgendwie die Natur und dass man draußen ist. Und ja, es hat was fast Mystisches, muss man sagen. Allerdings, die Gamsen, da gibt es Sorgen drum. Naturschützer sorgen sich um dieses Wahrzeichen der Bayerischen Alpen. Sie argumentieren, die Tiere sind gefährdet, dürfen nicht abgeschossen werden. Förster singen das anders und sagen, die verbeißen uns einen Haufen Verbamm. Wer hat jetzt recht? Das soll mit einem Forschungsprojekt ermittelt werden, das Landwirtschaftsministerin Kannebauer auf den Weg gebracht hat. Und darüber berichtet jetzt Julia Haas. Das, was hier zu hören ist, sind zwei Gamsböcke bei der Brunft. Berufsjäger Max Schmid sitzt weiter oben auf einem Bergkamm und beobachtet, wie die Böcke sich im steilen Gelände hin und her treiben. Am liebsten würde er stundenlang zuschauen. Ja, was Schönes gibt es ja nicht, oder? Das ist ein Traum. Das Wild zum Beobachten, nur dazu der Ausblick. Das ist eins von den schönsten Sachen, was es gibt. Doch wie lange gibt es die Gämsen noch in der freien Wildbahn? Das Bundesamt für Naturschutz hat die Gämse im Oktober auf die Vorwarnliste der Roten Liste in Deutschland gesetzt. Der Grund? Die Gams sei aktuell zwar nicht gefährdet, es gäbe aber viele Risikofaktoren. Die Jagd, den Klimawandel, den Tourismus. Der Verein Wildes Bayern sieht die Situation deutlich dramatischer. Die Vorsitzende Christel Miller hat eine Petition gestartet. Aus ihrem Kofferraum zieht sie Plakate, Flyer und Postkarten. Darauf steht: Rettet die Gams. Der Gams geht's nicht gut, die Bestände sind zerrüttet. Die werden viel zu stark bejagt. Wir brauchen jetzt endlich einen Stopp und jetzt werden die Karten neu gemischt. Wir schauen, wie die Bestände sind und erst dann kann man wieder anfangen zu jagen. Als Berufsjäger beim Forstbetrieb Berchtesgaden sitzt Max Schmid zwischen den Stühlen. Er muss schauen, dass es dem Wild und dem Wald gut geht. Wir setzen uns Schwerpunkte, also flächenbezogen, da wo schwerpunktmäßig gejagert wird. Und im Gegensatz, da wo sagen wir, der Waldbau im Hintergrund steht, da ist Ruhe. Junge Bäume sind wahre Leckerbissen für Rehe oder Gämsen. Wenn zu viel Wild im Wald ist, können keine jungen Bäume nachwachsen, sagt Daniel Müller. Er ist Chef beim Forstbetrieb Berchtesgaden und zeigt uns eine sogenannte Schutzwaldfläche an der Weißwand. Ja, dieser Baum ist ein Beleg dafür, dass eine intensive Jagd notwendig ist. In den 3 Jahrzehnten vorher war hier sehr viel Wild und in der Phase ist kein Baum hochgekommen. Die Bäume sollen Lawinen, Steinschlag und Geröll aufhalten. Deshalb werde laut Staatsforsten dort intensiv gejagt, um die Gams aus dieser Zone zu vertreiben. Für Christel Miller vom Verein Wildes Bayern macht das keinen Sinn. Sie sagt, solche Zonen dürfen nicht von einem Forstprojekt abhängig sein. Wir müssen ja diese Zonen auch mit den Augen der Gams sehen. Ist denn jetzt eine angebliche Ruhezone, wo nur normal gejagert wird, ist denn das überhaupt für die Gams zu jeder Jahreszeit passend? Ich kann ja dem Frosch auch nicht sagen, geh dann über am Aldi-Parkplatz, da darfst du leben, aber den Teich, den darfst du uns bitte nicht beschmutzen. Die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, kurz LWF, forscht bereits seit 2016 sehr aufwendig zum Thema Gams. Die Forscher wollen herausfinden, wie es der Wildtierart geht, wie sich die Jagd auswirkt, welche Störeinflüsse es gibt und wie man sie vielleicht in Zukunft besser zählen kann. Alois Zollner leitet das Projekt und ist überrascht, dass die Gams nun auf der roten Liste steht. Die Gams ist insgesamt natürlich selten, aber im Alpenraum, wo ihr Hauptverbreitungsgebiet ist, dort ist sie durchaus häufig. Keine einfache Debatte. Bei einem Punkt sind sich aber LWF, Tierschützer, Jäger und Förster einig. Mehr Forschung ist dringend notwendig, denn eigentlich weiß man viel zu wenig über die Gams und ihr Leben in den bayerischen Bergen. Thank you.
Sport ist ja ein triftiger Grund, Bewegung ist gesund, tut gut. Schwimmer um diese Jahreszeit vielleicht nicht ganz so ideal, aber Leistungsschwimmer, mei, die üben halt oder müssen üben. Die Birgit Becher ist eine Schwimmerin, wird sie jetzt normalerweise im Außenbecken des Veitsbronner Freibads in Mittelfranken auf die Eisschwimm-WM vorbereiten. Es fällt aus, ins Freibad darf es auch nicht wegen Corona. Jetzt hat es umdisponieren müssen. Schön. Kaltes Wasser hat es gebraucht und da ist mitten in Nürnberg fündig geworden. Tobias Burkhardt hat ihr beim Training zugeschaut. Still und starr liegt sie da in winterlichem Idyll. Die Gänse schnattern am Ufer. Keine Frage, die Noricus-Bucht am Wördersee hat sich optisch gemacht. Das Wasser in Teilen der Nürnberger Bucht ist gefroren. Das Areal am Strand aber mit viel Sand weist kein Eis auf. Gut so, denn genau hier will Birgit Becher gleich ins Wasser steigen. Bei 3 Grad Außentemperatur und nur 2,8 Grad kaltem Wasser. Die Hobby-Eisschwimmerin noch in winterlicher Kluft geht in die Hocke, taucht die Hand ins kristallklare Wasser. Das hat eine gute, kalte Temperatur. Sehr niedrig heute, wahrscheinlich so 2-3 Grad, nehme ich mal an. Gehe ich mal davon aus, ja. Mal schauen. Eisschwimmen ist Birgit Bechers Leidenschaft. Normalerweise nimmt sie regelmäßig an Meisterschaften teil. Wegen Corona fällt heuer alles ins Wasser, selbst das winterliche Training im Freibad. Die Noricus-Bucht ist vielleicht eine gute Alternative, um fit zu bleiben. Birgit Becher zieht sich um, kommt im Badeanzug aus der Umkleide, Schwimmbrille auf den Augen, in der Hand, zur Sicherheit eine knallrote Schwimmboje. Ein bisschen wie bei Baywatch, nur halt nicht so warm wie bei den Rettungsschwimmern von Malibu. Birgit streift die Badeschuhe ab. Wagt entschlossen die ersten Schritte ins Wasser, lacht trotz der Kälte. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil das Gefühl danach klasse ist und weil ich stolz bin, wenn ich mich überwunden habe, da reinzugehen. Es folgt ein beherztes Eintauchen in die Noricus-Bucht. Straffe Züge links und rechts mit den Armen über die Ohren, Freistil. Das Schwimmen im fast gefrorenen Wasser ist für den menschlichen Körper eine Extremsituation. In Sekundenbruchteilen verengen sich die Blutgefäße. Monatelanges Training ist nötig, um sich an so kaltes Wasser zu gewöhnen. Kein alltägliches Bild für die Spaziergänger rund um den Wördersee. Die zücken ihre Handys, um die kalte Nixe zu filmen. Ich hasse kaltes Wasser. Ich würde auf keinen Fall da reingehen. Ja, also wenn man es gewohnt ist, ist das okay. Na, Kneippguss, sonst nix. Nach 20 Minuten reicht es dann auch der erfahrenen Eisschwimmerin. Birgit kommt langsam aus dem Wasser, gewartet, puderrot, zitternd, empfangen von Tochter Lea, die das Badehandtuch bereithält. Birgit scheint mehr als zufrieden. Die Noricus-Bucht hat sich wohl bewährt als neues Trainingsgewässer. Ich finde sie gut. Man kann gut reingehen und man hat viel Platz zum Schwimmen. Eine heiße Dusche wäre jetzt toll, der Temperaturunterschied für den Körper aber zu groß. Birgit wärmt sich langsam wieder auf, ab ins vorgeheizte Auto. We'll be right back.
die Blaumenberg muss ich mit einem, ja, Galopp, hat man gemerkt, das ganze Flotte hingegangen. 2:55 Uhr, unsere erste Stunde von Heimat aktuell ist fast vorbei. In der zweiten Stunde werden wir unter anderem eine Entscheidung besprechen, die jetzt getroffen worden ist. Bayern erlaubt nur noch textile Masken, nicht mehr diese Gesichtsschilder, wie man es jetzt manchmal sagt und wo man ja schon beim bloßen Hinschauen sagt, dass die eigentlich überhaupt nichts bringen. Also bis gleich, sagt der Arthur Dittelmann. Mit Peter Lersch. Die Übersicht. RKI-Chef Wieler warnt vor Rückkehr zum exponentiellen Wachstum.
In Bayern sind Klarsichtmasken nicht mehr erlaubt. Dieter Hallervorden bekommt den Karl-Valentin-Orden. Das Wetter meist trüb bei höchstens 3 Grad. Berlin. Das Robert-Koch-Institut hat die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie als besorgniserregend bezeichnet. Bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz verwies RKI-Chef Wieler auf die Rekordzahl bei den Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden hatten die Gesundheitsämter knapp 23.700 positive Testergebnisse gemeldet. 440 weitere Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Wieler warnte, es könne schnell wieder zu einem exponentiellen Wachstum bei den Fallzahlen kommen. Derzeit infizierten sich zu viele Menschen, mit dem Ergebnis, dass die Gesundheitsämter überlastet werden, die Krankenhäuser zunehmend an die Belastungsgrenze kommen und mehr Patienten ernsthaft erkranken mit teilweise schwerwiegenden Langzeitfolgen. Wieler appellierte an die Bevölkerung, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. München. Klarsichtmasken gelten in Bayern künftig nicht mehr als Mund-Nasen-Bedeckung. Das hat das Gesundheitsministerium dem BR mitgeteilt. Man habe die Anforderungen an Alltagsmasken entsprechend geändert. Jetzt seien im Freistaat nur noch textile Masken zulässig. Vor ein paar Tagen hatte der BR24-Faktenfuchs über die umstrittenen Klarsichtmasken berichtet. Laut einer Studie der Hochschule München bieten sie keinen ausreichenden Schutz vor Aerosolen und Coronaviren. Bislang hatten das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit diese Masken gelten lassen, und zwar auch im Arbeitsschutz, in Schulen und in Kitas. Ausführliche Informationen zu der BR-Recherche finden Sie auf BR24 und in der App. München. Wenn es einen Corona-Impfstoff in Deutschland gibt, wird er wohl bewacht werden müssen. Mit Blick auf die Beratungen der Innenministerkonferenz hat Bayerns Ressortchef Herrmann gesagt, man werde Sorge tragen müssen, dass Transporte nicht überfallen, Impfdosen nicht gestohlen und keine Anschläge von Impfgegnern verübt werden können. Die Bundespolizei werde deshalb den Transport zu den Zentrallagern bewachen. Innerhalb der Länder seien dann die dortigen Behörden verantwortlich. Berlin. Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen organisierte Kriminalität im Clan-Milieu und in der Rocker-Szene vorgegangen. Insgesamt durchsuchten rund 500 Beamte Wohnungen in Berlin, Hamburg und Brandenburg. An der Aktion waren auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos SEK beteiligt. 3 Verdächtige wurden verhaftet. Sie gehören bekannten Clans an, wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gewalttätigen Eintreibens von Schulden, Betrugs- und Drogenhandels. Frankfurt an der Oder. Tesla darf nun doch weiter Bäume auf seiner Baustelle in Grünheide bei Berlin fällen. Das hat das zuständige Landgericht entschieden und einen Antrag der Umweltverbände NABU und Grüne Liga auf einen Rodungsstopp endgültig abgelehnt. Die Abwägung der naturschutzrechtlichen Belange durch das Landesamt für Umwelt sei nicht zu beanstanden, hieß es zur Begründung. Vorgestern hatte das Gericht die vorläufige Genehmigung für die Rodung von knapp 83 Hektar Wald noch im Eilverfahren gestoppt. Tesla will in Grünheide künftig 500.000 Elektroautos jährlich bauen. München. Die Münchner Faschingsgesellschaft zeichnet den Schauspieler Dieter Hallervorden mit dem Karl-Valentin-Orden aus. Zur Begründung heißt es unter anderem, Hallervorden habe die Sprache mit kreativen Wortschöpfungen wie Palim Palim aus seiner TV-Serie Nonstop Nonsens bereichert. Außerdem sei der 85-Jährige ein kabarettistisches Multitalent und ein Aufrüttler, der leidenschaftlich zu den aktuell brennenden Themen Stellung nehme, so die Jury. Hallervorden soll den Orden am 23. Januar im Deutschen Theater entgegennehmen. Das Wetter in Bayern, nur an den Alpen zum Teil sonnig, ansonsten trüb, aber meist trocken, minus 1 bis plus 3 Grad. Kommende Nacht wenig Änderung, Tiefstwerte um minus 2 Grad. Auch morgen weiterhin viele Wolken, nur in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes und in Alpennähe zeitweise Sonne. Am Samstag vereinzelt Regen oder Sprühregen. Soweit die Nachrichten, 13.05 Uhr. Die Verkehrslage.
A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt Nord steht ein defekter LKW auf der rechten Spur. A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Nittendorf und Regensburg-Burgweinting stockender Verkehr und Stau. Auf der rechten Spur steht ein defekter LKW. Und A8 München Richtung Salzburg zwischen Weyern und Inntal-Dreieck immer wieder stockender Verkehr wegen Baumfällarbeiten. Die rechte und mittlere Spur sind hier gesperrt. Soweit der Service. BR Heimat aktuell. Grüß Gott, schön, dass Sie dabei sind. Zweite Stunde Heimat aktuell bis um 14 Uhr. Wir fangen an mit der altbayerischen Blasmusik Karl Edelmann. Was haben wir für Themen? Blockabfertigung an der Grenze zu Tirol, heute nicht so schlimm wie gestern. Klarsichtmasken in Bayern nicht mehr erlaubt, schützen nach neuesten Erkenntnissen überhaupt nicht. Und jetzt gleich, die bayerischen Impfzentren suchen dringend Personal. Die Tegernseer Danzlmusik. Thank you.
gleich muss ich Geschwister handeln. Also diese Corona-Pandemie, die verlangt ja vielen einiges ab. Es ist wirklich, in allen Bereichen werden Menschen gefordert, sind Menschen gefordert, sich mit der Situation zu arrangieren, vom Altenheim übers Krankenhaus bis hin zu den Schulen, die Geschäftsleute. Es bleibt nichts davon verschont. Jetzt sollen bis zum 15. Dezember am nächsten Dienstag in Bayern die Corona-Impfzentren stehen, so ist es geplant. Die Impfungen sollen dann schrittweise natürlich, es wird nicht alles gleich auf einmal gehen, aber langsam die heiß ersehnte Entspannung in diese ganze Infektionssituation einbringen. Ab wann in Deutschland tatsächlich geimpft wird, ist noch nicht ganz klar. Vermutlich soll es im Januar losgehen. Der Aufbau dieser Impfzentren, das erfordert ja auch wieder einiges an Logistik. Da muss der Impfstoff gekühlt werden, der muss gelagert werden, der muss bewacht werden, da müssen die Leute informiert werden, dass sie kommen, wie es reingingen, wie es wieder rausgingen. Es ist auch wieder ein Kraftakt. An vielen Orten fehlt noch das Personal, so zum Beispiel in Stadt und Landkreis Coburg, und das hat sich Richard Partberg einmal angeschaut. Im großen Saal der Kulturhalle in Witzmannsberg im Landkreis Coburg würde es momentan in normalen Jahren wohl deutlich ruhiger und besinnlicher zugehen. Vermutlich würden Advents- und Weihnachtsfeiern anstehen. Doch aktuell kreischen die Sägen und Handwerker arbeiten im Akkord. Der Schutz für den Fußboden ist schon verlegt. Im Foyer entstehen die Kabinen für die Aufklärung vor den Impfungen. Martin Stingel, Verwaltungsleiter des Impfzentrums, ist fest davon überzeugt, dass bis Dienstag alles steht. Mehr als 5 Stunden Schlaf sind momentan allerdings nicht drin. Es gibt noch einige Hürden für die Verwaltung. Große Herausforderung stellt die IT-Technik bzw. die noch nicht bekannte Software mit nicht bekannten Inhalten und nicht bekannten Anforderungen dar. Die Hardware, die vor Ort steht, muss dann kompatibel sein zu dem, was geliefert wird. Das werden wir erleben müssen. Da wird an einem Tag X nochmal alles mit heißer Nadel gestrickt werden müssen. Das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns noch zu stellen haben. Der Aufbau des Impfzentrums läuft auf Hochtouren, auch dank der Handwerker, die zum Teil sehr kurzfristig eingesprungen sind. Auch die Gefrierschränke zur Aufbewahrung des Impfstoffs sind schon geliefert worden. Größere Sorgen bereitet Jens Stüber, dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums für Stadt und Landkreis Coburg, immer noch das Thema Personal. Aber man muss ja wissen, dass wir bis zu 600 Dosen hier. Am Tag verimpfen müssen. Dazu sind summa summarum 30 bis 40 Leute pro Schicht sozusagen da, die natürlich auch noch andere Berufe auch noch mit abdecken müssen, sodass die schiere Personenzahl uns einfach noch am meisten Arbeit macht. Im Impfzentrum soll im Idealfall von morgens um 6 bis abends um 8 geimpft werden. Für 2 Schichten und die mobilen Impfteams braucht man rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon fehlt noch etwa die Hälfte, so Stübe. Hilfe kommt unter anderem von den Hausärzten. Allgemeinmediziner Ulrich Zuber hat seine Praxis im Landkreis Coburg und ist Vorsitzender des lokalen Hausarztvereins. Er will den Draht zu den niedergelassenen Ärzten herstellen. Die ersten Rückmeldungen? Positiv. Je nach Möglichkeit und Kapazitäten wollen viele mitwirken. Für mich jetzt als Einzelpraxis und vielleicht für manchen Kollegen ist es aber der Sache auch wert, hier mal eine Sprechstunde Nachmittag ausfallen zu lassen und hier Dienst zu tun. Dazu ist eigentlich das Thema zu wichtig und wir haben alle die Nase voll von dieser Infektion und jetzt haben wir erstmals die Möglichkeit zu agieren und nicht nur zu reagieren. Und für mich und für viele andere Kollegen ist es sicherlich jetzt ein Anlass, hier aktiv mitzumachen. Auch wenn ab Dienstag noch nicht geimpft werden kann, das Impfzentrum für Stadt und Landkreis Coburg will einsatzfähig sein. Ein normaler Schichtbetrieb wäre laut dem ärztlichen Leiter Jens Stübe ab diesem Zeitpunkt sichergestellt.
Weißenbacher Danzelmuse mit einem Dreier, 13.22 Uhr. Diese AHA-Regeln, wir kennen sie ja schon, AHAL, also Lüften war auch noch dabei. AHA, da steht das zweite A für Alltagsmasken. Die sind in der Anfangszeit selber genäht worden. Mittlerweile gibt es ja jede Menge Masken zum Kaufen. Diese Alltagsmasken, die aus Papier sind, oder die besseren FFP2-Masken, die davor schützen, dass man angesteckt wird und selber andere ansteckt. Viele Leute sind diese Masken trotzdem unangenehm und sie ziehen es vor, so ein Schild vorm Gesicht zu haben, so eine durchsichtige Plexiglas-Maske, die dann natürlich auch anläuft und die schon beim bloßen Hinschauen, wo man merkt, da ist ja überhaupt keine Abdichtung, da geht ja rechts und links und unten und um, geht da die Luft raus, wo diese berüchtigten Aerosole drin sind. Diese Klarsichtmasken sind in Bayern künftig nicht mehr erlaubt. Janina Lückhoff. Klarsichtmasken gelten in Bayern künftig nicht mehr als Mund-Nasen-Bedeckung. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat seine Anforderungen an sogenannte Community- oder Alltagsmasken geändert. Danach sind künftig nur noch textile Masken in Bayern zulässig. Zuvor hatte der BR24-Faktenfuchs über die umstrittenen Klarsichtmasken berichtet, welche zwischen Gesicht und Plastik einen Spalt freilassen. Vorgestern hatte die Hochschule München eine Pilotstudie zu Klarsichtmasken veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kam, diese Art Masken bietet keinen Schutz vor Aerosolen, die das Coronavirus übertragen können. Das Bayerische Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, LGL, hatten diese Masken bislang als Mund-Nasen-Bedeckung gelten lassen, und zwar auch im Arbeitsschutz, in Schulen und in Kitas. Nun passt das LGL seine Anforderungen an. Wörtlich schreibt das Bayerische Gesundheitsministerium an den BR24-Faktenfuchs: Neben dem direkten Schutz gegen Tröpfchen muss auch eine Reduzierung von Aerosolen gewährleistet sein. Es sei besonders wichtig, dass die Mund-Nasen-Bedeckung dicht an der Haut anliege, um auch eine Freisetzung von Aerosolen an der Seite oder nach unten zu minimieren.
Mosi auf dem Rauchenberg, 13.31 Uhr. Ja, dieses Corona, das hat ja einige ziemlich überrumpelt. Privatpersonen wie Ämter und auch die Gesundheitsämter sind natürlich davon überrollt und überrumpelt worden. Die haben ja die Aufgabe, die Kontakte nachzuverfolgen. Und man möchte ja meinen, so als Laie, dass da einfach eine Software gab, die das vereinfacht. Dem ist aber nicht so. Es gibt zumindest keine einheitliche Software in allen bayerischen Gesundheitsämtern. Die Opposition fordert das schon lange. Am Sonntag hat die Staatsregierung genau das beschlossen, einheitliche Software in die Gesundheitsämter unverzüglich und verpflichtend von höchster Stelle aus. Die Gesundheitsämter, das ist etwas Kleineres, aber Wichtiges, werden jetzt einheitlich angewiesen, eine einheitliche Software zu verwenden, die vom Bund gestellt wird. Ja, eine kleine Ankündigung mit weitreichenden Folgen. Mein Kollege Maximilian Heim berichtet über eine optimistische Gesundheitsministerin, überrumpelte Ämter und das Aus für eine bayerische Software-Eigenentwicklung, die schon weit gediehen ist. Konkret geht es um die Software SORMAS, entwickelt vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Sie soll nun auch in Bayern bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Dass SORMAS dabei hilfreich ist, da sind sich die meisten Experten einig. Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel, CSU, betont die Vorzüge. Durch die digitalen Möglichkeiten ist es eben wichtig, dass man Zeit einsparen kann, Zeit, um eben auch weitere Kontaktpersonen zu kontaktieren. Von daher ja, wir erhoffen uns da Verbesserungen im Bereich der Kontaktnachverfolgung. Das Problem? Schnell soll die Softwareumstellung in den Gesundheitsämtern jetzt ablaufen. Sehr schnell. Es ist so, dass das jetzt umgehend begonnen wird und dann zügig umgesetzt wird. Es sei höchste Zeit, dass die Ämter endlich mit einer einheitlichen Software arbeiten. Das hört man im Landtag etwa von FDP, SPD oder den Grünen. Benjamin Ajay, digitalpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Es ist wichtig, dass die Staatsregierung jetzt endlich den Gesundheitsämtern auch eine leistungsfähige und erprobte digitale Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung stellt. Wir nutzen zum Teil noch Faxe und Excel-Listen. Ich glaube nicht, dass man so langfristig jetzt auch im schweren Winter dann die Pandemie bekämpfen kann. Den Zeitpunkt der Umstellung halten viele Beobachter aber für heikel. Man hätte das Ganze im Sommer erledigen können, findet Ajay. Jetzt muss das Ganze in einer heißen Phase der Pandemie gemacht werden, wo die Gesundheitsämter eh schon mit Wochenend- und Nachtschichten beschäftigt sind. Da kann natürlich dann vieles passieren. Gesundheitsministerin Hummel wiederum sagt, bei SORMAS seien erst kürzlich die Schnittstellen zum Robert-Koch-Institut geklärt worden. Das Produkt habe sich weiterentwickelt, deshalb jetzt die Umstellung. Die Aufgabe jedenfalls ist nicht ohne. Von den 76 Gesundheitsämtern in Bayern nutzte Ende November nur ein einziges die künftig verpflichtende Software. In den anderen kamen verschiedene Programme zum Einsatz, teils auch Eigenentwicklungen vor Ort. Aus einigen Ämtern ist jetzt zu hören, man sei von der Umstellung überrumpelt worden und plane erstmal eine parallele Nutzung. Gesundheitsministerin Hummel ist dennoch zuversichtlich, dass die Datenübertragung und die entsprechenden Schulungen reibungslos klappen. Es ist auch so, dass diese Software sehr intuitiv ist, also dass es eben auch sehr leicht möglich ist, sie zu erlernen. Das ist das, was die Praktiker uns bisher auch gesagt haben. Für die eigens im Frühjahr entwickelte bayerische Software BISIM bedeutet die Umstellung auf SORMAS wohl das Aus. Immerhin rund 700.000 Euro hat BISIM gekostet. Für die Opposition war dieser bayerische Sonderweg von vornherein zum Scheitern verurteilt. Tatsächlich kam BISIM zwar zur Kontaktnachverfolgung in einigen Ämtern zum Einsatz, allerdings ist von fehlenden Schnittstellen und nicht ausreichenden Funktionen die Rede. Hummel betont dagegen, die bayerische Software habe sich bewährt. Zu Beginn der Pandemie sei BISIM als Unterstützung wichtig gewesen. Jetzt aber sei die Zeit für eine bundesweit einheitliche Lösung gekommen. Thank you.
Die Lohnhalter Musikanten waren das, 13.42 Uhr. Gestern, da sind ja die Bilder in die Nachrichten sogar gekommen, da hat die LKW-Blockabfertigung auf der Autobahn nach Österreich an der Grenze für massiven Rückstau gesorgt. Die LKW-Schlange hat sich 70 Kilometer, ja, fast bis nach München gezogen. Das ist die eine Seite. Da hat man geklagt in Bayern. Aus Tiroler Sicht hat es gestern natürlich anders ausgeschaut. Ohne die LKW-Blockabfertigung gab es einen Verkehrskollaps auf den Tiroler Autobahnen und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit war so gefährdet, sagt das Land Tirol. Und so verteidigt es die Blockabfertigung, die nach wie vor am Grenzübergang Kiefersfelden-Kufstein stattfindet. Wie es heute Vormittag ausgeschaut hat, das sagt uns jetzt Dagmar Bohrer-Glas. Einhellige Meinung in der Region. So massiv wie gestern waren die Auswirkungen der LKW-Blockabfertigung noch nie. Heute nun wird der LKW-Grenzverkehr wieder seit 5 Uhr morgens dosiert über die Grenze gelassen. Die Auswirkungen heute sind für die LKW-Fahrer deutlich spürbar, aber so massiv wie gestern nicht. Der Rückstau heute geht auf der rechten Spur die gesamte A93 entlang und reicht auf der A8 bis zum Ischenberg zurück derzeit. Teilweise stehen die LKW auch zweispurig auf der A8. Die Beamten der Rosenheimer Verkehrspolizei sind vor Ort, regeln den Verkehr und achten vor allem darauf, dass die linke Fahrspur für die anderen Verkehrsteilnehmer frei bleibt. Soweit Dagmar Bohrer-Glas über die Situation heute Vormittag. Ganz aktuell haben wir die Meldung auf den Autobahnen im Raum Rosenheim. Gibt es nach der LKW-Blockabfertigung auf der A93 keine Verkehrsbehinderungen mehr. Die Auer Flageolettenmusik. Thank you.
Die Marschanska waren das mit dem Degelbauerbayerischen. Degelbauerbayerischen muss man erst einmal rausbringen. Bad Berneck im Fichtelgebirge zählt seit 2 Jahren zu den 100 Genussorten in Bayern. Und das hat dieses Stadtteil einer Spezialität zu verdanken, die es nur da gibt, den Bernecker Pfeffernüssen. Diese kleinen würzigen Platzerl, die hat schon der Dichter Jean-Paul geliebt. Man kann es zwar das ganze Jahr über kaufen, aber im Advent muss die einzige offizielle Bernecker Pfeffernussbäckerin deutlich mehr Blech aus dem Ofen holen und Reitor als sonst. Anja Bischof. Im Café Berneck im Herzen des Fichtelgebirgsstädtchens hat Beate Grieche etliche Tütchen voller Pfeffernüsse vorbereitet. Sobald sie einen öffnet, entströmt ihr ein Hauch von Weihnachten. Es ist Orange drin, Zitronat, Mandeln, Zucker, Eier, Zimt, Nelken, Pfeffer, Mehl, Anis, Kardamom, Muskat, Hirschhornsalz. Das Rezept hat sich die Wirtin des Café Berneck mit vielen Backversuchen erarbeitet. Es ist ihre moderne Variante der traditionellen Bernecker Pfeffernuss, wie sie hier seit Mitte des 18. Jahrhunderts und bis vor wenigen Jahren hergestellt wurde. Ein Originalrezept hat Beate Grieche nicht auftreiben können, doch ihre einheimischen Gäste haben ihr bei ihrer eigenen Kreation geholfen. Der eine sagte, ja, es fehlt mehr Zimt und da muss noch Nelken dran und die sind zu bröckelig und die sind das und manchmal auch für einen Abfalleimer gebacken. Nach 2-3 Monaten sind wir dann dahin gekommen, wo sie dann gesagt haben, genau das ist das. Die soften hellgelben Plätzchen sehen aus wie 6er-Lego-Steine. Das liegt am huppeligen Design. In früheren Zeiten nahmen die Lebküchner sogenannte Modeln zum Formen der Pfeffernüsse. Beate Grieche rollt den Teig aus, dann greift sie zu einem ungewöhnlichen Küchenwerkzeug. Zentimeter dick. Dann nehme ich den Fleischklopfer und bis die ganze Fläche voll ist, drücke ich den rein und dann wird geschnitten. So. Jede Pfeffernuss ist mindestens 5-mal in der Hand gewesen. Ein Tütchen mit 100 Gramm Bernecker Pfeffernüssen kostet knapp 5 Euro. Ein stolzer Preis, doch es geht um aufwendige Handarbeit. 4 Tage dauert die Produktion mit ruhen lassen, backen, auskühlen und verpacken. Also man beißt rein, man kraut drauf rum, schmeckt gut. Dann haben wir es runtergeschluckt. Aber man hat noch so einen schönen, geheimnisumwitterten, würzigen Nachgeschmack im Mund. Und das verleitet einen dazu, dass man dann gleich zur nächsten greift. Mit einem Walzer. 13.54 Uhr ist, wir sind mal durch mit unserer Sendung Heimat aktuell. Natürlich geht BR Heimat weiter. Ich wünsche Ihnen auch viel Vergnügen dabei und wenn Sie Lust haben, schauen Sie heute ins BR-Fernsehen rein. Was da kommt, sagt der Dominik Pöll. Ich darf mich zunächst noch von Ihnen verabschieden. Für gut.
Servus Arthur, Frauenpower heute bei Wir in Bayern. Immer am Donnerstag gibt es ja unsere Reihe Vibesbilder. Heute mit einer mutigen jungen Frau aus dem Rottal, die ihren Traum vom Nudelmachen lebt. Und Christine Thürmer besucht mich. Knapp 90.000 Kilometer hat sie in den letzten 13 Jahren zurückgelegt und 53.000 davon zu Fuß. Denn Christine ist Langstreckenwanderin. Heute bei Wir in Bayern um 15:45 im BR-Fernsehen. BR Heimat. Typisch Bayern.